So, hallo und willkommen zurück zu Army Croc, jetzt in der dritten Folge. Und ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumprobiert, ohne die Aufnahme wirklich laufen zu lassen. Und jetzt habe ich das Rätsels Lösung gefunden. Also, wenn man natürlich hier an den Rand läuft, dann macht er dieses Ding fest. Das hören wir gleich. Und da hat es geklickt. Unser guter Hund Beak Beak läuft uns auch hinterher. Jetzt laufen wir auf die andere Seite. Ich habe das gerade 10-mal gemacht und habe gedacht, ach komm, läufst du hin und her. Und dann wenn dann alle fest waren, dann hat es das nicht mehr, beziehungsweise hat es dann wieder alle gelöst. Und genau in dem Moment, dann habe ich mir gedacht, so eine Scheiße, was soll ich denn hier machen? So, das zweite haben wir auch drin. Wir haben diese Scheibe ja oben schon gesehen, wo wir mit unserem tollen, ja, was ist es eigentlich, unserem schwebenden Go-Kart dort unterwegs waren. Da haben wir das ja schon gesehen und jetzt habe ich halt den Fehler gemacht, ich bin immer wieder rübergelaufen. Jetzt müssen wir aber einfach mal gegen den Strom gehen. Das könnt ihr euch generell merken, nicht immer mit dem Strom schwimmen und zack, sehen wir hier schon, hier ist eine Linie entstanden. Und wenn wir jetzt wieder zur anderen Seite rübergehen, dann wird sich das quasi aktivieren und wir haben eine komplette Linie und können oben mit unserem schwebenden Kart endlich neue Wege gehen. Aber wie gesagt, merkt euch, nicht immer mit dem Strom schwimmen. Wahnsinn, wir haben es geschafft. Ein super Rätsel. Was allerdings relativ schwierig ist, jetzt hier rauszukommen aus diesem großen Hamsterrad, was ja eher ein Tresor ist. So, jetzt geh raus. Noch einen kleinen Schritt vor. Ja, und jetzt geh raus. Geh raus, geh raus. Boah, das ging sogar schnell. Als ich es eben mal, wie gesagt, getestet habe, ging es gar nicht. So, dann hätten wir dieses wahnsinnige Rätsel auch gelöst und wir können weiterspielen in der Story mit Tommynaut und Beak Beak. Ab nach oben, der Hund bleibt wie immer unten und zack, da springt er aus unserer Brust heraus, so wie das eben anatomisch korrekt ist bei was auch immer Tommynaut ist. Ein Wurm, ein Knet, ein Claymation Worm. So, springen wir runter, guter Mann. Dann können wir nämlich jetzt hier rückwärts fahren. Wir stellen uns mal hier hin und betätigen den Hebel. Ich bin immer froh, dass die Augen nicht zuerst weggesogen werden. Und zack. Und jetzt können wir hier rückwärts fahren. Ja, er guckt aber. Jawohl, der Hund guckt auch mit. Sehr, sehr gut. Schön, so Schulterblick. Jetzt können wir hier durchfahren. Yeah, sensationell. Ist das nicht fantastisch? Ich bin ein absolutes Genie und es hat mich nur wieder 18.000 Jahre gekostet, um darauf zu kommen. Jetzt können wir nämlich hier oben weiterfahren. Diesen wunderschönen. Ein sehr schönes Geräusch. Erinnert ein bisschen so an das Sägeblatt bei Super Mario World immer. So, was müssen wir denn jetzt machen? Weil weitergespielt habe ich dann jetzt auch nicht. Ich will mich da ja auch nicht spoilern. Es soll ja quasi blind sein, damit die Rätsel zusammengelöst werden. Aber wenn ich nicht weiterkomme, dann muss ich natürlich ein bisschen probieren. Ich will ja nicht eine halbe Stunde irgendwie wie ein Depp dastehen. Das schaffe ich auch so schon. So, wir fahren hier nach oben und damit können wir das drehen. Und dann fahren wir nochmal rein und dann müsste es doch eigentlich. Ah. Bevor wir jetzt runterfahren. Oh, nee, wir fahren erstmal runter und schauen uns das an. Ah, okay. Da müssen wir aber erst dahin kommen. Also geht es hier erstmal nicht weiter. So, darauf reagiert das Spiel zumindest schon mal ganz gut. Dann. Upa. Nur. Warum denn nicht? Okay. So viel zum Thema, das Spiel reagiert gut. Was haben wir denn hier alles hängen? Das sieht aus wie ein großes Rad von irgendeinem Wagen. Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall nach Behausungen aus, aber wir können hier durch, das ist schon mal gut. Können wir hier runter? Fahr doch. Nein! Fahr nochmal zurück. Zurück, zurück. Ich würde gern da runter. Das kann er nicht. Aber er kann auf jeden Fall richtig schnell da lang brausen. So, dann haben wir hinten ein paar riesige Gesichter mit Flügeln. Das sind doch nur Schnabel. So, jetzt müssen wir wieder warten. Und schon werden wir rausgesaugt. Was macht der Hebel? Ah. Wenn irgendwo ein Hebel ist, dann einfach draufdrücken. Logischerweise zieht er da wieder rein. Mein Fehler. Ich bin so konditioniert, wenn irgendwo ein Hebel hängt, dann drücke ich den. So, und jetzt wollen wir wieder raus.
denken. Das sieht doch hier schon wieder nach einem Code aus, den wir eingeben müssen. Können wir hier die Tür so öffnen? So, der Hund wollte piep piep, wollte jetzt mal hin. Auf, komm, brech die Tür auf. Okay, das geht nicht. Was müssen wir denn hier machen? Okay, wir können das hier drehen. Was müssen wir machen? Okay, wir haben da unten eine Figur, die wir anscheinend mit diesen Stücken hier nachlegen müssen. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal an den Schwanz rankommen. Dann legen wir das doch mal da hoch. So, das legen wir mal darüber. Gebracht hat uns das allerdings relativ wenig. Doch, dann holen wir uns erstmal. Das wollen wir ja alles nicht. Oh, ist gar nicht so einfach. Müssen wir erstmal hier ein bisschen freiräumen. So, wenn wir das jetzt hier holen, können wir doch, haben wir doch da alles freigeräumt. Können aber immer nur eins reinmachen anscheinend. So, dann hätten wir ja da schon mal alles frei. So, was machen wir darüber? Das wäre wahrscheinlich auch einfacher gegangen. Egal, weil es ein bisschen umständlich. So. Und jetzt machen wir das hoch. Das müssen wir jetzt aber erst nochmal zwischenlagern. Hier unten. Anders geht's nicht. Dann müssen wir das hier hin machen. Dann können wir die zwei da oben jetzt rausmachen. Genau, wenn ich das jetzt hier hin lagere und das da oben rein, dann haben wir den zweiten Teil schon. So, und dann wäre es ja eigentlich schon gelöst, weil dann machen wir die zwei einfach jetzt hier nach rechts. Ups. Machen wir die zwei nach rechts und das andere können wir ja dann direkt nach unten machen. Das war ja relativ easy. So. Tada! Ach, bin ich gut. Genius. So, jetzt müsste ich nur noch durch die Tür gehen. Jawohl, selbst das hat geklappt. Und wir sind jetzt im Fancy Room. Ja, gar nicht peinlich, was ich hier gerade mache. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sieht aus, als hätte man Drogen genommen. Sagt er uns was? Hallo. Oh ja, genau da. Was haben wir denn da oben? Doggy, kann der Hund vielleicht da was draus fressen? Friss doch mal was draus. Warum willst du nichts draus fressen? So, du bleibst mal da stehen. Nee, möchte er nicht. Könnten wir hier nach oben? Oder springt der da dran? Nach unten? Ah, weg. Wir können hier nach unten, aber ich wollte eigentlich erstmal durch die Tür gehen. Ja, gehen wir später hin. Ich würde gerne erst nochmal schauen, was da hinter der Tür war. Wenn wir da überhaupt durch können. Ist das eine Tür? Das sieht zumindest so danach aus. Da spazieren wir mal durch. Und ich bin gespannt, wo wird dieser schwarze Ladebildschirm uns hinführen? Er führt uns zu Jasons Bier, Bob Dole. Bob Dole. Bob Dole. Bob Dole. Kennt ihr vielleicht von den Simpsons? Bob Dole. Bob Dole. Dann ist er Elliot Bellow und Scallow oder Scallow. Und oh Gott, das kann ich gar nicht lesen. Der PK-Anzug. Was? Tetsuya PK-Anzug? Ach, irgendwas mit Ichibuchi. So, was sollen wir denn hier machen? Auf jeden Fall haben die hier verschiedenfarbige Buttons, würde ich es mal nennen. Sieht ein bisschen aus wie Buzz Lightyear. Sehen auf jeden Fall etwas gruselig aus, die Männer. Und wir haben hier verschiedene Hebel. Ah, das hat überhaupt nichts gebracht. Von daher drücke ich mal den Haupthebel. Drück doch mal den Hebel. Den Hebel. Drück doch mal den Hebel. Drehen wir mal hier. Ah, vielleicht sollten wir da dran drehen, weil da so eine
Okay, drehen wir mal hier. Der hält doch das Fähnchen. Nö. Dann können wir schon weitergehen. Können wir. That looks kind of familiar. Oh je, jetzt kommt wieder der uns erzählende Geist. Wir drücken mal den Knopf. Ihr wisst ja, ich drücke ja alles, was geht. Boah, seht ihr das? Ich auch nicht. So, junger Mann, erzähl uns mal was Neues. Inspire others to great heights, and your objectives shall be reached. Super. Warum kann er uns nicht mal etwas Verbindliches sagen? Sowas wie, weißt du was, drück erst grün, dann rot, dann blau, dann gelb und dann ist das Spiel durch. Nein. Setz deine Ziele hoch. A small room is a tall room, depending on where you put the floor. Das war doch überhaupt nicht richtig übersetzt. Nochmal. Although peaceful by nature, we do have some light artillery. Its operation requires a correct answer. Oh Gott, war der schlecht. Vor allem war der schlecht übersetzt. Ameis-Antwort. Ja, and... Oh! Wir haben das Licht ausgemacht. Dann kommt jetzt ein anderes. Consider this. To travel faster, could it be best to travel farther? Aber hallo. Hier geht's noch nicht durch, die Tür ist zu. Ja, das war sehr hilfreich. Definitiv haben hier die Symbole irgendwas zu bedeuten. Ich hoffe mal nicht, weil ich sie kaum erkenne. So. Ah, okay. Dann drehen wir mal hier dran. Keine Ahnung, ich sehe da zweimal blau. Was sollen wir genau machen? Für was war dieser Hebel hier? Das würde mich sehr interessieren. Okay. Ich sehe aber nichts. Oh, da drehen wir mal bei Bob Dole. Müssen wir hier eine Reihe hinbekommen von gleichfarbigen. Die würde ich mal lassen. Was wollen wir hier? Ah, nee, da kommt das Gelbe, oder? Nein, 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 komm auf. Verdammt. Dann mischen wir hier Farben. Bin also ein bisschen unschlüssig, was hier genau gemacht werden muss. Ah, wir müssen wahrscheinlich alle in eine Reihe kriegen oder verschiedene. Alle Planeten in eine Reihe. So, die stimmen schon mal anscheinend. Okay, das stimmt auch. Drehen wir nochmal hier. Nee, das ist nicht gut. Okay, wenn wir jetzt hier drehen. Nee. Nochmal drehen, komm schon. Jetzt aber. Nein. Ja, da muss aber rot hin. Damn. Nein, 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 nein. Ach, fuck. So, bei dem anderen muss doch rot hin. So, jetzt aber. Oder? Nein. Da kein Rot hin, verdammt. Müssen wir nochmal beim anderen kurbeln. Geh mal aus dem Weg, Hund. Komm. Der gute Beak Beak. Nee. Warum geht das denn nicht? Weitermachen. Das müsste doch... Ah, jetzt haben wir da wieder blau.
hatten wir es ja vorher schon. Na, vielleicht kriegen wir es so hin. Hier muss dann theoretisch gelb hin. Yes. Sehr gut. Tja, was heißt gelb? Dieses lila, Entschuldigung. Manchmal ist man echt farbenblind. So, was auch immer das jetzt gemacht hat. Ich hoffe mal, die Tür ist da vorne auf. Jawohl. Gut, dass wir hier den Strom ausgemacht haben. Jetzt macht das Spiel doch langsam Spaß. Natürlich, wenn man auch so ein paar Erfolgserlebnisse hat, dann ist das auch schöner. Oh, den kennen wir da noch. Wie geht's dir, junger Mann? Alles gut? Den müssen wir jetzt wohl hin und her schieben. Nein, lass doch mal. Okay. Dann spring mal drauf und hol dir das Ding. Und steckst dir in die Brust. Jawohl, so wird das gemacht. Geht's hier raus? Nee, geht das nicht. Dann gehen wir wieder runter. Aber was sollen wir hier sonst noch machen? Können wir hier hin? Nein, können wir nicht. Aber wozu brauchen wir jetzt den Stock? Hier gibt es doch nichts, wo wir den reinstecken können. Also nichts, was Spaß machen würde. Hat er uns noch was zu sagen, der alte Mann? A small room is a tall room, depending on where you put the floor. Also, a small room is a tall room, depending on where you put the floor. Ein kleiner Raum ist ein großer Raum. Es hängt davon ab, wo du den Boden hinmachst. Was ist eigentlich hier oben? Nix. So, wenn wir jetzt nochmal... Achso, wir können ja quasi eine Etage tiefer gehen, habe ich ganz vergessen. Vielleicht brauchen wir den Stock ja da. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt, wo ich gerade so einen guten Lauf habe, spielen wir noch ein bisschen. Je schneller wir fertig sind, desto besser. Nein, wie gesagt, ich habe mir das Spiel halt ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist reines Rätsel. Rumrätseln, eigentlich wenig Story, wenig Dialog. Ich habe mir da mehr Witz erwartet, aber naja. So, und dann springen wir mal hier ab und schauen uns an, was uns bei den fliegenden Vögeln erwartet. Oh je, ich glaube, wir werden irgendwo hingeschossen. Da, cool. Ich habe ja vorher gar nicht gerätselt. Wie kommen wir jetzt zurück? Ah, okay. Da war noch ein Eingang. Dann müssten wir jetzt theoretisch hier hinten doch irgendwie durchkommen. Okay. Langsam nimmt das Spiel etwas Fahrt auf, nachdem es wirklich etwas lahmarschig begonnen hat. So, da ist wieder... Hundefutter, aber wo kein Hundefutter drin ist, also eine Schale. Was haben wir denn hier eigentlich? Schauen wir doch mal. Natürlich. Ja, klar. Mhm. Nein. Ach so. 1, 2. 1, 2, 3. 1. Fuck. Können wir das schieben? Ach so. Mist, aber das war doch dö. Aber wir kennen die Farben noch nicht. Aber ansonsten kennen wir 2, 3, 1. Haben wir die Farben irgendwo? Nee, oder? Die Farben kennen wir noch nicht. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was Abraham Lincoln hat uns sagen wollte. Der Mann war sehr, sehr weise. 2, 3, 1. Macht euch darüber mal Gedanken. Sehr, sehr tiefgehend. Schau mal, wo es hier hingeht. Was ist das für eine Maschine? Auch eine, die wieder von grünem Schleim angetrieben wird, wie ja generell alles hier von grünem Schleim angetrieben wird. Mein Rechner läuft auch mit grünem Schleim. Da können wir nichts machen. Dann gehen wir mal weiter in den nächsten Raum. Ein Knopf. Vor allem ein Knopf, den unser Hundibundi drücken kann. Drück mal. Will er nicht. Da muss er hier halt erst draufspringen oder der Hund muss da draufspringen. Komm. Hui, Wahnsinn, diese Effekte. Was ist hier? Was ist das für ein Knopf? Gar nichts. Okay,
ein Symbol. Whatever. Mist, das war ja richtig. Keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es sieht verdammt gut aus. Versteht ihr, was ich machen soll? Ist ja irgendwie eine Reihenfolge. Wir können ja mal schauen. Ja, die haben alle vier Augen, fünf Zähne, wie das Bild, was wir ja am Anfang mal hatten. Dann haben wir hier diese Strahlenkanone, die wir ja anscheinend irgendwie betätigen müssen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Den Knopf können wir hier drücken. Können wir nicht drücken. Dann gehen wir erst nochmal weiter. Erst nochmal schauen, was wir hier alles so entdecken können. Ah nein! Nicht schon wieder. Was müssen wir denn hier machen? Oh nein, da ist wieder bestimmt ein Abraham Lincoln Head drin oder sowas. Vielleicht sagt er uns ja jetzt noch was. Komm raus, Abraham Lincoln Head. Good day. I am Thomas Jefferson. I hath must sign the Declaration of Independence. I needeth me my quill. Who hath my quill? Blau, grün, gelb. Ja, also der Text unten kommt jetzt etwas spät. So, blau, grün, gelb war es. Oder habe ich es jetzt gerade, während ich den Untertitel gelesen habe? Blau, grün, gelb. Blau, grün, gelb. Bevor ich jetzt gleich was zu Thomas Jefferson sage, machen wir blau, grün, gelb. Ganz nett gemacht, dass das immer so amerikanische Präsidenten sind. Blau, grün, gelb, blau, grün, gelb, blau, grün, gelb, blau, grün, gelb. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Nein, warum denn? Blau, grün. Warum denn nicht? Okay, jetzt nochmal zurück. Da bin ich jetzt beleidigt. Habe ich das gerade falsch gesehen? So, jetzt hängen wir doch mal wieder ein bisschen. Das ist immer so frustrierend. Aber wie gesagt, wenigstens hat man hier jetzt wenigstens ein paar Indizien. Am Anfang war ich echt verloren zum Teil. Ich wusste gar nicht, was das Spiel von mir will. So, Thomas Jefferson and Jefferson 50 Cent, whatever. Talk to me, bitch. Good day. I am Thomas Jefferson. I hath must sign the Declaration of Independence. I needeth me my quill. Who hath my quill? Oder war das lila? Nochmal schauen. Ja, blöder Untertitel. Who hath my quill? I needeth me my quill. Ja. So, er sucht seine Feder fürs Schreiben. Das ist auf der anderen Seite. Oh nein, das ist bestimmt derselbe. Gehen wir nicht hin. Falls ich nicht weiterkomme, werde ich mal schauen. So, auf, komm, raus hier, aber zackig. Komm, mach hinne. Also grün und gelb auf jeden Fall, war das andere lila. Vielleicht habe ich mich da vertan. Bin etwas farbenblind anscheinend. Ich habe ja vorhin auch schon gelb gesagt. Und ich was ganz anderes gemeint habe. So, auf geht's, Tommy Nord. So, düt, 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 düt.
Gut. Ah, okay, es könnte natürlich auch das hier sein. Grün. Gelb. Ah. Ah. Was? Super. Das war ja die ganze Zeit schon mein Ziel. Ach, komm schon. Hä? Ah, okay, es zählt also nur einmal. Muss man jetzt neue Kombinationen finden. Okidoki. Ich finde, wir haben relativ viel geschafft in dieser Folge. Wir können jetzt nochmal ganz kurz nach unten schauen. Spring drauf auf die Liane, mein junger Tarzan. Tarzanort. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich sage immer, ah, dabei weiß ich überhaupt nicht, was ich hier tue. So, da ist ein Powerknopf. Hundibundi könnte den mal drücken. Aber er tut's nicht, weil er es nicht möchte. Hier ist wieder alles voller grünem Schleim. Da oben sind drei Rohre, wo komische Gase rauskommen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Es fehlt uns auf jeden Fall ein Hebel, um hier diese Tür zu öffnen. Also kommen wir hier unten erstmal nicht weiter. Da gibt es noch einen Kanal, der wahrscheinlich voll mit grünem Schleim ist. Und nach hier kommen wir auch nicht, weil die Tür zu ist. Eieieiei, das sehen wir aber dann alles in der nächsten Folge von Armycroc. Ich finde, die Folge war jetzt schon mal besser. Und wir jumpen nochmal auf die Liane und dann verabschieden wir uns für diese Folge. Folge 3 von Armycroc. Folge 4 wird episch werden. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir sehen uns wieder. Bis dann.